zusammen im Stadtbräu bei den Stoffels. Momentan sind wir ja alle in dieser Krise und wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal ein Kochvideo für euch, dass ihr zu Hause nachkochen könnt. Ich war heute Morgen auf dem Markt in Wangen und ich habe ein Stück Entrecot bekommen und ein bisschen Kartoffeln und Champignons bzw. Egerlinge, ein paar Tomaten und dann habe ich mir gedacht, und Junglauch, und dann habe ich mir gedacht, machen wir heute einfach mal, da wir Partner und zusammen mit Fani arbeiten, mit dem Altdörrener Bierbrand, eine Art geschnetzeltes, ein Altdörrener Rindergeschnetzeltes, basiert auf der Basis vom Stroganoff. Und da wünsche ich euch einfach mal zeigen, wie das schnell und einfach zu Hause nachzukochen ist. Wichtig ist immer regionale Produkte, ihr bekommt alles auf dem Markt. Zum Metzger gehen, eures Vertrauens, nach einem Stück Rostbeef fragen oder im Entrecot. Ihr könnt auch eine Rinderhüfte nehmen, wenn sie lange genug abgehangen ist. Wichtig ist immer, Fleisch zu kurz braten. Dann fangen wir mal an. Ich würde gern zu dem, als Beilage zu diesem Geschnetzelten machen wir einen hausgemachten Rösti. Dazu brauchen Sie einfach mehlige Kartoffeln. Habe ich hier heute Morgen auch bekommen. Ich habe schon mal was vorbereitet, das wollte ich immer schon mal sagen. Und habe die Kartoffeln schon mal geschält. Und im Prinzip brauchen Sie nichts anderes als eine Reibe. Ihr könnt dann aussuchen, ob ihr die grobere Variante nimmt oder die feinere. Bei der feineren ist es einfach so, wenn ihr eine mehlige Kartoffel habt, durch die Stärke ist die Bindung einfach ein bisschen besser. Deswegen wähle ich die feinere. Wer den Rösti ein bisschen bissfester und grober möchte, nimmt einfach die grobere Variante. Von der Menge ist es einfach so, für eine Person ein bis zwei Kartoffeln in dieser Größe ist vollkommen ausreichend als Beilage. So, dann hätten wir es auch schon. Jetzt seht ihr hier die Rösti-Masse. Die werden wir jetzt nur ganz leicht salzen, mit ein bisschen Meersalz und mit schwarzem Pfeffer. Dann bereite ich die Flamme auf dem Herd vor. Wichtig ist, dass die Pfanne heiß ist. Die Flamme, beziehungsweise wenn ihr zu Hause wird nicht wieder ein Gasherd haben, sondern ihr werdet wahrscheinlich Induktion oder Elektroherd, am besten die Pfanne heiß machen. Dann auf kleine Stufe schalten, in normales Pflanzenöl, neutraler Geschmack, was man erhitzen kann, in die Pfanne geben und heiß werden lassen. Nebenzu die Rösti-Masse ein bisschen durchmischen und leicht entwässern, weil ihr seht hier, die Kartoffel hat natürlich viel Wasser. Und so bindet sich jetzt die Stärke, bleibt in der Kartoffel und dann könnt ihr den Rösti formen. Ich würde ihn nicht zu dick machen, sonst braucht er länger zum Braten. Jetzt haben wir das Rösti hier in der Pfanne und dann einfach bei kleiner Hitze nebenzu köcheln lassen. So, jetzt bereite ich alles vor für unser Geschnetzeltes. Dazu nehmen wir unser Entrecot. Wichtig ist, nicht zu dünn, weil wenn ihr es noch rosa haben möchtet, ist es einfach besser, dass die Streifen ein bisschen dicker sind, weil umso kleiner, umso schwieriger ist es dann, im Geschnetzelte das Fleisch rosa zu braten. Das Fleisch wird nur ganz kurz mit Salz gewürzt. Erst mit Salz, noch nicht mit Pfeffer, weil Pfeffer verbrennt in der Pfanne. So, in der Zwischenzeit konnte ich den Rösti schon wenden. Ihr seht, schön angebrannt auf einer Seite und immer ganz langsam bei schwacher Hitze verbrennen, damit der innen drin auch schön durch ist. Jetzt die ersten Schritte zum Geschnetzelten. Wir nehmen wieder ein neutrales Pflanzenöl, was ich hoch erhitzen kann. Zum Beispiel bei Olivenöl, wenn man Olivenöl nimmt, nachher zum Abschmecken ja, zum Anbraten eher schwierig.
weil man es nicht so hoch erhitzen kann, weil es kalt gepresst ist, und dann hat man einfach das Problem, dass sich erstmal verbrennt, das Fett, es wird bitter und es gibt krebserregende Stoffe, und das sollte man halt immer im Essen vermeiden. Und deswegen immer ein neutrales Öl mit gesättigten Fettsäuren, Öle mit ungesättigten Fettsäuren immer als Geschmacksgeber am Schluss dazugeben. Jetzt lassen wir die Pfanne heiß werden. Nebenzu schneide ich mir hier, wir brauchen Essiggurken, Champignons bzw. Egerlinge, Schalotten, eine Zwiebel, Junglauch, Petersilie und Kirschtomaten für unsere Geschnetzelte. So, jetzt ist die Pfanne heiß. Jetzt die Rinderstreifen in die Pfanne legen. Wenn es von jeder Seite angebraten ist, ich würde sagen ungefähr 30 Sekunden auf voller Flamme, auf voller Hitze, dann das Fleisch wieder aus der Pfanne rausnehmen. Ganz wichtig, sonst zieht es zu sehr durch. So. Das stellen wir dann mal zur Seite. Die Pfanne, jetzt haben wir ein bisschen Röstaromen vom Fleisch in der Pfanne. Wenn ihr noch ein bisschen Öl benötigt, weil es nicht ausreicht, noch einen kleinen Schluck dazu. Dann kommen die Champignons und Egerlinge dazu. Die schwitzen wir jetzt mit an. So, normalerweise, wir brauchen nachher praktisch ein Fond zum Ablöschen. Wenn ihr eine Bratensoße oder von Rinderrouladen, von einem Braten oder einem Bratenfond zu Hause habt, tut es euch immer auf Seite oder friert ein bisschen was ein, damit, wenn ihr solche Dinge habt, auch eine Soße habt. Und dann könnt ihr praktisch nachher, nach dem Vorgang, wie ich es euch hier zeige, sofort mit der Jü oder mit der Bratenfond ablöschen. Wenn ihr das nicht habt, zeige ich euch die andere Variante. Jetzt sind die Champignons angebraten, jetzt kommen die Schalotten dazu. Und dann braucht ihr einfach nur einen Fond und Tomatenmark und ein bisschen Rotwein für den Anfang. So ziehen wir uns praktisch die Soße. Ein Fond, das kann ein Gemüsebrühe sein. In dem Fall habe ich hier eine Rinderbrühe. So. Ein wenig Tomatenmark. Der Tomatenmark mit anrösten. Es gibt erstens ein bisschen Säure und Farbe und viel Aroma. So, zu unserem Geschnetzeltes kommt noch ein bisschen Senf mit dazu. Einfach mit dazugeben. Und jetzt mit Rotwein ablöschen. Ein bisschen einreduzieren. So, jetzt kommen wir auch schon zu unserem Altdürener Bierbrand, den wir dazu verwenden. Wie gesagt, man kann natürlich auch Wodka, alles was über 40% oder ab 40% kann man flambieren. So, jetzt gebe ich einfach ein bisschen Altdorner Bierbrand dazu und flambiere das Ganze. Wichtig ist, währenddessen darf man den Koch nicht vergessen. Jetzt wird das Ganze mit einem Rinderfond oder Gemüsefond, was ihr zu Hause habt. Sowas kann man auch heutzutage schon praktisch ohne Zusatzstoffe in Gläsern, in einem Biomarkt oder in einem Einkaufsladen erhalten.
So, und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen einkochen. Jetzt kommen dazu noch meine Essiggurken, die ich hingeschnitten habe. Die geben einfach zu dem Senf noch ein bisschen Säure. Dann haben wir hier, jetzt, wenn ihr keine Soße habt, die abgebunden ist schon zu Hause und so macht, wie ich das jetzt vorgemacht habe, dann einfach ein bisschen Wondamin, feine Speisestärke. Ist glutenfrei, dieses Gericht ist komplett glutenfrei und kann man auch einfach für Allergie auch benutzen. Einfach noch ein bisschen Rotwein dazu, ihr könnt auch mit Bier oder mit Wasser, so wie ihr das möchtet, mit eurem Geschmack. Wichtig ist, alles glatt rühren und ganz vorsichtig nachher eingießen, weil die Bindung wird, also zieht sehr schnell an und dann ist das Problem, wenn es mal zu fest ist, dann kann man es schwer rückgängig machen, ohne den Geschmack zu beeinflussen. So, ihr seht, jetzt kriege ich hier eine wunderbare Bindung rein und eine schöne Farbe. Dann probiert ihr einfach eure Soße und würzt es noch so nach, dass es für euch passend ist. Immer noch ein bisschen Salz. Pfeffer ist in dem Fall genug drin. Jetzt kommen meine Kirschtomaten dazu. Ein bisschen Frühlingslauch. Petersilie. Und noch ein bisschen Fond. So, und jetzt kommen unsere Rinderstreifen schon wieder dazu. Das Ganze jetzt noch einmal aufkochen. Wie gesagt, so bleiben die Rinderstreifen richtig schön rosa und saftig. Wer möchte, kann noch ein bisschen Creme Fraiche dazu machen. Das peppt das Ganze noch ein bisschen auf. Man kann es auch so lassen. Und dann wünsche ich euch guten Appetit. Ich zeige jetzt noch einmal hier die Rinderstreifen. Wie gesagt, wenn es nicht zu lange gart, habt ihr den Effekt. Auch bei einem geschnetzelten kann man schön rosa braten. Schmeckt sehr lecker und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Vielen Dank. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Viel Spaß beim Nachkochen und nächste Woche werde ich euch einen frischen Saibling, frisch vom Markt, hier aus Wangen, mit einem leckeren Tomaten-Zucchini-Spargel-Ragout präsentieren. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Bis dann.